Okay. Das Spiel hat eine unerwartete Kehrtwende genommen. Einfach aus meiner Dummheit. Deswegen sabotieren wir eine Runde auf der Baustelle. Genauso wie das vorige Spiel sabotiert wurde. Oder weil ich einfach mit der Bananenbombe zu schlecht bin und die Gegner einfach zu gut. Ich habe echt keine Zeit, mich aufzuregen. Dazu fehlt mir das Adrenalin. Der erste Schuss, der erste Tod. Klar, es war wieder so eine ganz enge Map. Was erwartet man? Der nächste Schotte springt in den Tod. In dem Fall war es ein Freitod. Na toll, jetzt hat er ausgerechnet die Mine aktiviert. Und der Zug wird an mir übergeben. Und mir gefällt nicht, dass Carbon da oben steht. Glaubt ihr, ich würde die Mine an der Schubkarre nicht erkennen? Ich weiß schon, wo der nächste Schuss fällt. Ich meine, das ist so eindeutig. Es sei denn, man masselt es so. Kam an so eine Scheißposition. Und der hat natürlich den Fallschaden erlitten. Also das ist mit Abstand ziemlich lächerlich, was die PCs abgeben. Also KIs. Und jetzt kommt der Karbentod. Seine Überlebenschancen waren hier auch sehr gering. Most wanted. Okay, die Rüstung. Wird auf jeden Fall eine Menge Würmer ablenken, auf meine anderen Würmer loszugehen. Habe ich den Skill? Nein, glaube ich nicht. Ich versuche es aber trotzdem. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich werde mal noch 2 Sekunden einstellen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Schnell wegspringen. Es war kein schlechter Versuch, aber leider auch kein guter. Blastmine, hä?
Nee. Ich mag dich nicht. Egal, kassiere ich halt. Mit einem Punkt. Irgendwann werde ich dir auffallen. Einer nach dem anderen. Da hat Boss Ronin schon die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wobei er nicht wirklich das Hauptziel ist. Ihr wisst, was passiert, wenn sich Würmer den Chaser nähern. Gleich macht es zisch, bumm, und weg ist der Hoch. Fliegt allerdings in die falsche Richtung. Einmal, weil ich die Granaten nicht einschätzen kann. Und die läuft latscht runter, als wäre nichts gewesen, ohne Fallschaden. Und der andere Hand wurde vergiftet. Er war schon auf einer rutschigen Stelle. Das wäre sehr schlecht gewesen. Ich glaube, ich snipe von der Ecke, denn da kriege ich auch keinen Schaden mehr. Weil ich einfach aus der Reichweite bin. Ob ich dich noch treffen kann? Treffen ja, versenken nein. Geier blinkt denn da so? Vielleicht sehe ich einfach nur schlicht. Egal. Muss mir einfach Mühe geben. Vor allem Underground rein. Er wird nach den einigen Runden nicht mehr viel einstecken können. Okay.
Omi. Ich fühle das niemals aus. Wird wahrscheinlich nicht vom nicht viel von der Zeit und vom Abstand sein. Aber Hauptsache etwas. Nein, deine Praxen woanders. Was man steckt einen Treffer nach dem anderen ein. Entweder bis er durchfällt. Irgendeine Plattform, wo er am Rand gedrängt wird und dann ins Wasser fällt. Oh, danke für den. Ach, das war eine Belastung, deswegen geht noch der Zug weiter. Und einen Schaden verursachen sie nicht. Ja, toll, was habe ich denn im Krater suchen, den ich hinterlassen habe? Schöne Scheiße. Zieh genau, du Blindfisch. Aber vielleicht wird das Gift erstmal irgendeinen Effekt liefern. Okay, underground. Ich hab die erste Hilfekiste. Das Geräusch, als er vergiftet wurde. Zu genial. Und Giftfrei. Wo genau? Egal. Leg ich halt dieses System lahm und die alte gleich mit. Ja, gut, dass ich ja den Fatboy erprobt habe. In der letzten Partie ist es ziemlich übel für mich ausgegangen. Nicht schön. Das ging daneben. No sheeps allowed, scheinbar. Als ob er das gewollt hätte. Das bezweifle ich so stark. Na toll. Okay, die Alte meint, mich hier wohl platt machen zu können. Aber das bezweifle ich. Ich räume sie alle weg. Oh! Den roten habe ich mitgetroffen. Okay. Dich habe ich auch noch vergessen. Ich habe schon vergessen, dass du existierst. Keine Sorge, das wird gleich geschehen.
Wer fängt's wohl ab? Solange sie nicht zu den richtig fetten Waffen kommen, habe ich nichts zu befürchten. Hey, Schafe sind ein paar Tabu hier. Ist ja eindeutig, dass es fehlt. Die Mine wurde aktiviert. Also werde ich mit dem Fatboy ordentlich schaden. Ich denke, es ist gut, wenn er hier fällt. Das war nur ein kurzer Auftritt. Aber check und platsch. Aber der Schaden hat sich gelohnt. Was willst du mit dem Baseballschläger? Durch die Wand kommst du nicht. Mit dem Kopf durch die Wand. Aber jetzt kommt wieder die Bazooka wieder. Die erste Hilfekiste liegt lange oben. Ich glaube, ich sollte ihn erstmal umbringen. Der nervt zu sehr. So. Ich kenne kein Pardon, ich kenne kein Pardon und auf Wiedersehen. Ich kenne kein Pardon, ich kenne kein Pardon und jetzt bist du dran geworden. Der nächste Headshot. Er hat mich umgeworfen. Er ist mal wieder tot. Und ich hoffe, dass keiner meiner Würmer darauf geht. Mit Ausnahme von Karl. Er ist schon weg, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Scheiße! Oh, jetzt kommen die riesigen Krater. Und ich hoffe, ich kann mich überhaupt wegbewegen mit Most Wanted. Bei dieser Wasserpfütze. Lass mich das genau analysieren. Ja, es passt einigermaßen, aber... Okay. Das ist aber sehr gemein. Sehr, sehr, sehr gemein. Oh je. Thank you.
Zeit lässt es nach. Ach, dich habe ich auch fast vergessen. Ich glaube, ich habe von dem mal eine Handgranate geklaut, oder? Ich habe nur eine einzige Bananenbombe gesehen. Oder zwei. Eine. Kann ich zählen. Egal. Mit genug Entschlossenheit. Genug Willen. Und genügend Soße in der Hose schaffe ich auch das hier. Da kann mich keine heilige Handgranate aufhalten. Aber ich sollte mal besser heilen. Ein falscher Schritt und er ist weg. Gleich macht's bumm! So, diesmal wird ruhiger. Okay. Es hat die anderen zwei Grünen erwischt. Das erleichtert meine Sache. Und jetzt zieht sich das Gift wieder zurück. Schafe nicht erlaubt. So, aber dieses Mal hoch mache ich es hoffentlich richtig. Ah, auf jeden Fall ist er ziemlich weit durch den Anschlag geflogen. Und der Schaden sieht auch souverän aus. Ist also akzeptabel. Oh, scheiße. Alter, Most Wanted steckt es weg wie ein Champion. Oh je. Okay, Most Wanted hat auch die Nase voll. Also gibt es nur eine einzige Sache zu tun. Mit Ausnahme von Gewinn, weil das ist ja ohnehin schon eindeutig. Ich glaube, ich werde hier auch das nächste Dynamit setzen. Oh, ich rutsche. Er wäre so oder so tot gewesen. Ob das so eine kluge Entscheidung ist, dort zu stehen?
interessant, Lev. Du kommst ein bisschen spät, Kollege. Das Spiel ist schon gelaufen. Ich denke, wir beenden es mit einem lauten, großen Knall. Und der Arc-Teig-Wissel noch, natürlich. Wenn alles hinhaut, habe ich das Ende, das ich wollte. We go off with a big bang! Cool guys, don't go to the Explosions-Klischee. Und somit endet es auch. Die gesamte Folter ist vorbei. Und ich brauche eine Runde Schlaf. Aber Hauptsache, das macht mehr Spaß als Elsport, meine Güte. 5 Matches und so lang hat es gedauert. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, 2-mal Harakiri-Matches zu machen? Ach, ist auch egal. Schrotflinte, 43 Kills, etc.